Meine Familie und Freunde nennen mich Carsten, die anderen nennen mich alle Herr Herbert. Ich komme aus dem wunderschönen Südhessen und bin Energieberater aus Leidenschaft. Und ich würde gerne Energieberater eures Vertrauens werden. Sie sind beim seriösesten Energieberatungsangebot westlich des Mississippi gelandet. Seien Sie gespannt. Euer Energiesparkommissar. Das ist formal nicht einmal falsch, sondern entspricht der gültigen Verordnung. Es hängt also mehr oder weniger vom Zufall bzw. von der gewählten Methode des Energieberaters ab, wie die energetische Bewertung eines Hauses im Energieausweis ausfällt. Allein das ist schon ausreichend, um den Energieausweis ein schlechtes Zeugnis auszustellen. Was passiert aber, wenn wir in einen Altbau moderne Fenster einbauen? Erstes sind dann oft die besonders kalten Stellen der Außenwand, die sogenannten Wärmebrücken, betroffen. Das sind dann zum Beispiel Raumecken, einbindende Betondecken oder auch die Fensterleibung, also der Bereich, in dem das neue Fenster eingebaut wurde. Und um das zu verhindern, müsste man sich in der Nacht zwei- oder dreimal den Wecker stellen, um richtig durchzulüften. Aber das macht verständlicherweise ja kein Mensch. In vielen Familien beginnt der Tag mit dem Besuch des Badezimmers. Da werden die Dusche und das Waschbecken benutzt, da wird sich abgetrocknet und der Badeläufer vollgetropft. Und in bestem Wissen und Gewissen wird anschließend das Fenster zum Lüften geöffnet. Nachdem man dann seinen Kaffee ausgetrunken hat, wird noch schnell das Badfenster geschlossen, bevor man dann mit einem guten Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, das Haus verlässt. Allerdings ist nach dem Schließen der Fenster zwar die vollständige Luft im Badezimmer erstmal ausgetauscht, aber die Dusche, die ist immer noch nass. Die Handtücher und der Badläufer, die sind immer noch nicht trocken und die Waschbecken sind auch noch mit Wasser bespritzt. Wenn die Zeltplane also trotz Winddichtigkeit nicht funktioniert, könnte man ja stattdessen ein Zelt aus Wärmedämmung bauen. Und was glaubt ihr, passiert jetzt? In der Nacht werdet ihr wieder schnell merken, dass es in unserem Zelt trotz der Dämmung genauso kalt ist wie in unserem winddichten Zelt. Die Mineralfasern bestehen ja nicht aus einer durchgehenden Schicht, sondern aus offenporigen Fasern. Und die bieten der Außenluft keinerlei Widerstand. Schon bei der geringsten Windbewegung wird der Dämmstoff von der kalten Luft einfach durchspült wie ein Sieb und verliert seine Dämmwirkung auf diese Weise vollständig. Dämmung alleine nutzt also auch nichts. In solchen Fällen übernimmt dann manchmal eine durchgängige Innenverkleidung, zum Beispiel aus Gipsfaserplatten, die Funktion der Luftdichtheit. Wenn aber auch die nicht vorhanden ist, dann kann die Luft durch die Dachfläche fast ungehindert entweichen. Das ist zum Beispiel in vielen Dächern mit Holzinnenverkleidungen der Fall. Selbst wenn in einem solchen Dach eine Dämmung eingebaut ist, nutzt diese genauso viel wie in unserem Beispiel mit dem Zelt, nämlich gar nichts. Denn bei Holzinnenverkleidungen gibt es unzählige kleine Ritzen und Fugen, durch die die warme Luft ungehindert wie durch ein Sieb durch das Dach entweichen kann. Als erstes Ergebnis können wir daher festhalten, für die Überhitzungen in Altbauwohnungen sind vor allem die transparenten Flächen, also die Fenster, verantwortlich. Und wenn wir nun weiterschauen, können wir feststellen, dass nicht, wie man erwarten würde, die Südfenster den größten Wärmeeintrag verursachen, sondern erstaunlicherweise die Fenster auf der West- und Ostseite. Über die West-Ost ausgerichteten Fenster werden in unserem Beispiel mehr als 60% des gesamten Wärmeeintrags verursacht. Das kommt daher, weil durch die tiefstehende Morgen- und Abendsonne die Strahlungswirkung im Osten und Westen größer ist als die Wirkung der hochstehenden Mittagssonne auf die Südfenster. Die Südfenster werden durch die hochstehende Sonne schräg von oben angestrahlt, wodurch sich die wirksame Fläche für die Sonneneinstrahlung reduziert. Eigentlich logisch, oder? Die erste Regel lautet: Die Fenster zulassen, wenn die Luft draußen wärmer ist als drin. Häufig werden Fenster auch dann geöffnet, wenn es draußen deutlich wärmer ist als drin, um zumindest ein wenig Luftbewegung zu spüren. Diese Luftbewegung fühlt sich durch die höhere Verdunstung von Schweiß auf unserer Haut für uns zwar angenehm kühl an, tatsächlich wird aber mehr Wärme ins Haus transportiert und gespeichert. Besser ist es, die Fenster zuzulassen und die gewünschte Luftbewegung zum Beispiel durch einen Ventilator herbeizuführen. Der Kühleffekt beim Schwitzen ist dann derselbe, aber die Wohnung heizt sich dabei nicht noch unnötig auf. Für mich wurde das Energiesparen ja gefühlt immer in den 70er Jahren erfunden. Ich bin ja Ende der 60er Jahre geboren und daher in den 70ern herangewachsen. Und damals sah die Welt noch ungefähr so aus. 1973, die erste Ölkrise. Weltweit wurde Energie knapp und teuer. Und um diese bis heute zusammengekommene Energiesparsammlung
soll es in der kleinen Nebenserie vom Energiesparkommissar gehen. Energiesparkommissar History eben. Zwar ohne Guido Klopp, aber dafür mit dem Energiesparknoppissar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur heutigen Folge. Aber bevor wir zu Goethe kommen, gehen wir in der Zeit erst nochmal viel, viel weiter zurück. So schreibt etwa Johann Georg Leutmann in seinem 1735 erschienenen Buch Vulcanus Famulans oder Sonderbare Feuernutzung folgende Sätze. Es sind dann Hero meines Erachtens nur etwa zwei Wege, diesem Holzmangel entgegenzugehen. Erstlich, dass man sich bemühe, Dorf- und Steinkohlen zu suchen und deren Gebrauch, vornehmlich der Steinkohlen, einzuführen. Der andere Weg geht dahin, dass man sich bemühe, das Holz zur Feuerung zu menagieren und Maschinen zu erfinden, welche mit wenig Feuer viel Hitze geben. Der sogenannte Montgolfier-Ofen sah ein bisschen so aus wie ein Heißluftballon. Und tatsächlich, das Vorbild für den Ofen war der Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier, die zur damaligen Zeit durch ihre ersten Passagierflüge weltweit bekannt wurden. Goethe hat sich also nicht nur einen Ofen bauen lassen, der technisch auf der Höhe der Zeit war, sondern auch noch so aussah, wie wenn wir uns heute die internationale Raumstation ins Wohnzimmer stellen würden. Diese Aufnahmen mit speziellen Thermografie-Kameras. Diese Kameras, die sind in der Lage, Temperaturen von Oberflächen zu messen. Aber im Unterschied zu einem Thermometer macht die Thermografie-Kamera das nicht nur für einen einzigen Punkt. Wärmebildkameras können die Temperatur für viele tausend Punkte gleichzeitig messen und darstellen. Und damit ein Wärmebild nicht zu unübersichtlich wird, weil auf einem Bild viele tausende Temperaturen dargestellt werden müssen, stellt man jede gemessene Temperatur in einer eigenen Farbe dar, in den sogenannten Falschfarben. Dadurch wird das Wärmebild viel übersichtlicher und beinahe intuitiv begreifbar. Viel besser als mit der Thermografie kann man Schwachstellen im Dach manchmal beim Schneefall im Winter erkennen. Durch die Schneedecke auf dem Dach wird nämlich meistens auch die Hinterlüftung verringert und dadurch werden die Ziegel bei einem schlechten Wärmeschutz im Dach tatsächlich etwas erwärmt, wodurch der Schnee an den besonders warmen Stellen schneller schmilzt. Dadurch entsteht dann so etwas wie ein natürliches Thermografiebild. Schön was? Und absolut kostenlos. Was passiert nun, wenn die warme, feuchte Luft von draußen nun unseren Keller durchströmt? Die Luft wird sich im Keller abkühlen. Und sobald die Taupunkttemperatur erreicht ist, gibt die Luft den überschüssigen Wasserdampf als Tauwasser an den Keller ab. Genau derselbe Effekt also wie beim Morgentau. Und da der Trend momentan ja ohnehin zum Privatschwimmbad geht, ist das Hallenbad im Keller vielleicht ja sogar ein gewünschter Nebeneffekt. Dafür schauen wir uns mal einen dieser typischen und schönen Herbsttage an, an denen es tagsüber zwar noch schön angenehm warm ist, aber in der Nacht schon empfindlich abkühlt. An unserem Herbsttag ist es noch 20 Grad warm. Die relative Luftfeuchte beträgt 70%. Wenn es dann irgendwann Abend und Nacht wird, kühlt die Lufttemperatur allmählich ab. Durch das Abkühlen der Luft steigt gleichzeitig auch die relative Luftfeuchte, und zwar so lange, bis sie 100% beträgt. Jetzt ist die Taupunkttemperatur erreicht. Weiter kann die relative Luftfeuchte nicht mehr steigen. In unserem Beispiel sind die 100% bei ungefähr 15 Grad Celsius erreicht. Wenn die Lufttemperatur nun aber weiter absinkt, sagen wir mal bis auf 5 Grad Celsius, ist nun mehr Wasserdampf in der Luft, als die Luft überhaupt aufnehmen kann. Das bedeutet, die Luft muss den überschüssigen Wasserdampf als Wasser abgeben. Und das abgegebene Wasser kann von uns dann am nächsten Morgen als Tauwasser bestaunt werden. Gebäude zu dämmen und mit modernen Heizungen auszustatten, ist sehr teuer. Wer sein Haus umfassend energetisch modernisieren will, muss daher sehr viel Geld in die Hand nehmen. Auf jeden Fall sind die Kosten ein häufiger Grund dafür, dass energetische Maßnahmen so lange vor sich hergeschoben werden, bis es irgendwann gar nicht mehr anders geht. Wenn wir das Ziel der Wärmewende konsequent verfolgen, müssen wir natürlich auch berücksichtigen, woher der Strom zur Beheizung des Gebäudebestands kommt. Und das wird zu einem Löwenanteil aus der Windenergie kommen. Wenn wir es schaffen sollten, unsere Altbauten bis 2050 auf ein Effizienzhausniveau zu sanieren, brauchen wir für deren Beheizung zusätzlich ca. 6.000 Windräder. Und das ist eine ganze Menge.
Sollten wir es schaffen, den Bestand sogar auf annähernd Passivhausniveau zu sanieren, reduziert sich die Anzahl der Windräder auf ungefähr 3000. Das wäre durchaus zu schaffen. Wenn wir die Wärmepumpen aber in unsanierte Altbauten einbauen, brauchen wir wegen des hohen Heizwärmebedarfs und der dadurch gleichzeitig schlechten Jahresarbeitszahlen zusätzlich ca. 26.000 Windräder. Zum Vergleich, momentan gibt es in Deutschland ungefähr 30.000 Windräder, die rund ein Viertel des jährlichen Strombedarfs decken. Bevor ich Energieberater wurde, habe ich manchmal auch als Elektriker gearbeitet. Oder wie man bei uns hier sagt, geschafft. Damit es schneller ging, hat man da verbotenerweise auch mal was zusammengeschraubt, ohne die Sicherung vorher rauszudrehen. Ich weiß, das geht gar nicht. Würde ich heute auch definitiv nicht mehr machen. Naja, aber wie das halt so ist, da habe ich manchmal auch eine gewischt bekommen. Und eins sage ich dir, so ein Stromschlag ist echt sau unangenehm. Das ist damals so gewesen und das ist bei 100% Ökostrom heute auch nicht anders. Aber was ist Ökostrom überhaupt? Und wann darf Ökostrom überhaupt Ökostrom genannt werden? Und wenn du schon Ökostromkunde bist, ist dann bei dir auch schon alles okay? Oder sollte man doch nochmal genauer hinschauen? Genau hinschauen. Das ist es, was wir in dieser Folge machen. Und eines ist vollkommen klar. Wenn dir diese Folge nur halb so viel Spaß macht, wie mir die Vorbereitung dazu, dann... Ja, dann... Den Download-Link... In Deutschland gibt es über 1200 regionale und bundesweit tätige Stromanbieter. Und laut einer Recherche von Robin Wood, einer deutschen Umwelt- und Naturschutzorganisation, haben die allermeisten von denen mindestens einen Ökostromtarif. Aber ist der Ökostrom von diesen Anbietern immer gleichwertig, also gleich grün oder gleich öko? Und ist es dadurch vollkommen egal, welchen Anbieter ich wähle? Robin Wood hat sich im Ökostromreport 2020 genau mit dieser Frage beschäftigt. Das Ergebnis: Es gibt scheinbar nur 10 überregional tätige, richtige Ökostromanbieter. Nur 10 richtige von 1200? Was zeigt uns das? Aus dem Vergleich lässt sich leicht erkennen, dass wir mit jeder Kilowattstunde Strom, die wir anstatt aus fossilen Quellen aus erneuerbaren Energien beziehen, tatsächlich einen immensen Einfluss auf unseren CO2-Ausstoß haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den mittleren CO2-Ausstoß für alle fossilen und alle erneuerbaren Energien ausgerechnet. Gewichtet nach ihrem Vorkommen in Deutschland im Jahr 2019 kamen die fossilen auf einen mittleren CO2-Ausstoß von 740 Gramm und die erneuerbaren auf 32 Gramm pro Kilowattstunde Strom. Die Antwort auf die Frage, um wie viel besser Ökostrom gegenüber den fossilen Stromvarianten ist, lautet daher: Ökostrom war im Jahr 2019 um den Faktor 23 mal besser als die fossilen und immer noch 16 mal besser als der Strommix in Deutschland. Photovoltaik oder auch kurz PV genannt, nennt man die Technik, bei der Sonnenenergie direkt und ohne Umwege durch sogenannte Solarmodule oder Paneele in elektrische Energie und zwar in Gleichstrom umgewandelt wird. Denken Sie, ich weiß das nicht? Wir alle wissen es. Ach, ja, Gentlemen, Gentlemen. Ich weiß, Sie alle sind besorgt. Und ich stimme Ihnen zu. Es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Wie diese Solaranlage zum Beispiel, die schon betriebsbereit vor Los Angeles steht. Photovoltaische Zellen. Sie wandeln das Sonnenlicht direkt in Elektrizität um, verstehen Sie? Diese Szene aus dem Film Die nackte Kanone stammt aus dem Jahr 1988. Zu dieser Zeit wurde die Photovoltaik bereits in zahlreichen großtechnischen Anlagen genutzt. Die ersten photovoltaischen Anwendungen gab es allerdings schon einige Jahrzehnte davor. Die erste funktionierende Solarzelle auf Basis von Silizium wurde bereits 1954 der Öffentlichkeit vorgestellt, also vor fast 70 Jahren. Und bereits 4 Jahre später, im Jahr 1958, erfolgte dann der erste technische Einsatz von Photovoltaikelementen, und zwar als Stromversorgung eines Funksenders für den Satelliten Vanguard 1. Die Monoblöcke haben ja immer auch diesen Hitzefreischlauch für die Abluft. Der muss ja irgendwie nach draußen geführt werden. Und wenn es dafür kein extra Loch in der Wand gibt, macht man das entweder über eine Tür oder über ein Fenster.
Wenn ich für den Schlauch aber eine Tür oder Fenster öffnen muss, kommt ja über den Tür- oder Fensterspalt wieder warme Luft bzw. heiße Luft von draußen rein. Das bedeutet, im Bereich des Kühlgeräts wird es zwar vielleicht minimal kühler, aber im Rest vom Raum wird es dafür auch wärmer. Quasi Nullsummenspiel. Unterm Strich kostet so ein Monoblock, wenn man ihn so nutzt, also nur Geld und verbraucht ordentlich viel Strom und sonst nichts. Also noch schlechter als ein Glücksspielautomat. Wenn man den lange genug füttert, spuckt er zumindest ab und zu mal wieder was aus. Bei Monoblock dagegen Fehlanzeige. Typische Speichergrößen im Einfamilienhausbereich liegen in Abhängigkeit vom Stromverbrauch und auch von der PV-Anlage meist irgendwo zwischen 2 und 10 Kilowattstunden. Das heißt, wenn ein Speicher mit einer Kapazität von, sagen wir, 5 Kilowattstunden vollgeladen ist, dann hat der Strom im Wert von 5 mal 30 Cent gleich 1,50 Euro gespeichert. Klingt erstmal nicht so viel. Interessant wird es erst, wenn der Speicher möglichst oft entladen wird. Und das macht so ein Speicher im Jahresverlauf tatsächlich einige Male. Der finanzielle Vorteil berechnet sich daher aus der Differenz des Strompreises und der Einspeisevergütung. Und je größer diese Differenz ist, umso größer ist auch der finanzielle Vorteil durch den Stromspeicher. Bei 30 Cent Strompreis und 7 Cent Einspeisevergütung liegt diese Differenz bei 23 Cent pro Kilowattstunde. Diese Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung kommt im Folgenden noch ungefähr 1 Million Mal vor. Und da ich keinen Bock und schon gar nicht so viel verbleibende Lebenszeit habe, um jedes Mal Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung zu sagen, habe ich der Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung einen Namen gegeben. Ab jetzt heißt die Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung Diego. Diego passt super, denn Diego fängt wie die Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung auch mit die an. Und Differenz ist ja sowas wie ein Unterschied. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Diego ganz oft den Unterschied gemacht hat. Also nochmal zur Erinnerung, bei 30 Cent Strompreis und 7 Cent Einspeisevergütung liegt der Diego also bei 23 Cent pro Kilowattstunde. Einen noch kleineren ökologischen Fußabdruck als die Redox-Flow-Batterien bietet nur noch die zweite Lithium-Ionen-Alternative. Bei dieser besteht die Elektrolytflüssigkeit aus Natrium-Ionen, sprich Salzwasser. Es handelt sich also um eine Salzwasser-Batterie, quasi Spaghetti geeignet und daher mein persönlicher Favorit. Es gibt sogar verrückte Menschen, die das Elektrolyt direkt aus der Batterie trinken, um zu zeigen, wie unproblematisch diese Technik ist. Jetzt, wie kann es sein, dass man mit Salzwasser Strom speichern kann? Das liegt daran, dass Natrium chemisch der Großbruder von Lithium ist. Das Wirkungsprinzip des Salzwasserspeichers ist daher das gleiche wie bei der Lithiumbatterie, nur dass Natrium ungefähr dreimal so schwer ist und der Speicher damit doppelt so groß ist wie eine vergleichbare Lithiumbatterie. Für Antriebe in Elektroautos sind die Speicher daher definitiv nicht geeignet. Eines ist klar, es bleibt weiter spannend und ich werde für euch auf jeden Fall am Ball bleiben. Euer Diego Armando, Energiesparkommissar. Aber bevor wir hier weiter einsteigen, will ich erstmal erklären, was man sich unter einem Effizienzhaus überhaupt vorstellen kann. Und zwar will ich das machen anhand eines typischen, unsanierten Altbaus. So einen Altbau kann man sich nämlich vorstellen wie einen Eimer mit 5 Löchern. Die Löcher stehen dabei stellvertretend für die unsanierten Bauteile. Das ungedämmte und vielleicht luftundichte Dach, die ungedämmten Außenwände, die alten Fenster und der nicht gedämmte untere Gebäudeabschluss, wie zum Beispiel die Kellerdecke zum unbeheizten Keller. Und als 5. Loch zählt noch die alte Heizungsanlage. Durch diese 5 Wärmelöcher fließt im Winter immerzu große Mengen von Wärme ab, so wie im Beispiel mit dem Eimer aus den 5 Löchern stetig das Wasser abfließt. Und damit der Eimer immer gleich voll bleibt und das Haus immer gleich warm, muss man beim Eimer immer Wasser nachgießen und im Haus Wärme zuführen. Soweit, so klar. Jetzt kann ich natürlich anfangen und das eine oder andere Loch zu stopfen. Das wird dazu führen, dass durch die verbleibenden Löcher insgesamt weniger Wasser aus dem Eimer abfließt. Genauso ist es auch beim Altbau.
wenn ich die eine oder andere Dämmmaßnahme durchführe oder die Heizungsanlage modernisiere, wird der Wärmebedarf mit jeder Maßnahme etwas reduziert. Und das ist gut so. Aber wenn wir bei dem Beispiel mit dem Eimer bleiben, solange der Eimer noch ein oder zwei verbleibende Löcher hat, ist er als Eimer praktisch unbrauchbar. Und genau hierin besteht die Parallele zum Effizienzhaus. Ein Haus wird erst dann zum Effizienzhaus, wenn sämtliche Löcher gestopft werden. Und falls ihr vorhaben solltet, euer Haus mal ganz grundsätzlich auf den Kopf zu stellen, gibt es noch eine ganze Menge mehr Dinge, die ihr tun könnt. Auf die kann und will ich aber an dieser Stelle jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Dafür reicht aber möglicherweise ein Hinweis auf den Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen, kurz FLIP, und die vom FLIP in den vergangenen Jahren entwickelte Infoplattform zum Thema Luftdichtheit. Fuck! So, Feierabend.